Hallo zusammen, hier ist wieder Otila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy aus Corfia. Und zwar befinden wir uns jetzt in den unteren Teil, wo man in der ersten Woche noch nicht hin kann, also eigentlich. Und zwar sind wir auf den Koordinaten 44, 65. Wenn ihr das Ganze hier in der ersten Woche schaut, man kann da ganz easy hin, indem ihr einfach hier auf der anderen Seite einen Goblin-Gleiter startet, hier rüber fliegt. Ihr werdet es nicht schaffen, ne? Aber ihr sterbt dann quasi hier auf der Seite, habt dann da hinten den Stein und dann liegt eure Leiche hier oben. Ihr könnt einfach quasi den Geist hier wieder freilassen und euch wiederbeleben, ohne dass ihr auf der anderen Seite spawnt. Und dann sind wir nämlich hier auf dem Teil, wo wir jetzt am Anfang nicht hinkommen. Und hier bei den Koordinaten 45, 67 ist dann eine Kiste. Die Opferkiste schimpft sich die. Und diese Opferkiste, die können wir öffnen. Also das ist einmal da hinten, hier liegt die. Die können wir öffnen mit einem Schlüssel. Und den Schlüssel wiederum, den finden wir hier bei dem Gebäude, der direkt daneben ist. Und zwar haben wir den Schlüssel da oben einmal liegen. Und dafür müssen wir einfach einmal hier hoch, einmal da hoch und dann können wir den Schlüssel hier looten. Wenn wir den Schlüssel gelootet haben, dann können wir quasi zur Kiste rüberlaufen. Da ist schon ein Haufen Trubel um die Kiste rum und einfach das Ding hier aufmachen. Und tada, ich habe jetzt auch alle Kisten gerade geöffnet in Corfia, das war die letzte, die noch gefehlt hat. Und wir haben jetzt einmal das Item. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das an. Das schimpft sich einmal Opfergaben-Set-Automat. Und was macht das? Wir müssen der Spielzeugkiste hinzufügen. Er schafft ein Opfergaben-Vorbereitungsset, das ihr nutzen könnt, um eine Opfergabe für jemanden anderen, für jemanden einzupacken. So rum. So, okay. Das haben wir jetzt einmal gelernt. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weg, dass wir das da hinten testen können. Hier sind nämlich ein Haufen Gegner, die uns ins Leder wollen. Wortwörtlich bei meinem Druid. So. Schaffen wir das mal? Okay, und jetzt haben wir ein Item bekommen. Opfergabenvorbereitungsset. Jetzt muss ich mal schauen, das ist hier im Inventar. Das ganze Ding hat 3 Sekunden Abklingzeit, aber so nicht sonderlich viel. Und das können wir jetzt einfach auf dem Boden irgendwo placen. Okay, anscheinend nicht. Warte mal, kann ich da jemand anderen anvisieren? Wie funktioniert das? Ja gut, also ehrlich gesagt muss ich nur rausfinden, wie das funktioniert. Anscheinend kann ich das irgendwem geben oder... Gucken wir mal, vielleicht können wir das dem NPC hier geben. Willkommen, nee, also ich werde das Opfergabenset nicht los. Es ist auf jeden Fall ein Toll mehr. Ich schreibe es dann in die Kommentare, wenn ich rausgefunden habe, was das Ding genau macht. Aber es geht ja hier in der Videoserie erstmal ums Sammeln. Gut, ich zeige nochmal die Koordinaten. Also wir sind jetzt hier unten bei den Koordinaten 43, 67. Und wie gesagt, wenn ihr hier noch nicht rüberkommt, einfach hier von der Straße oder hiervon aus mit dem Goblin-Gleiter rüber. Ihr werdet sicher nicht das andere Ufer, hätte ich jetzt fast gesagt, die andere Seite erreichen. Aber wenn ihr hier auf der Seite sterbt, dann könnt ihr euch hier wiederbeleben und dann könnt ihr hier ganz normal rumtigern. Gut. Das war es soweit mit dem kleinen Toy Guide. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.